So, willkommen zurück zu Golden Sun, die vergessene Epoche. Wir sind hier in der Stadt angekommen, wir haben nicht mal die Wüste geklärt. Und jetzt wollen wir vielleicht eventuell helfen, das Schiff zusammenbauen, je nachdem, ob wir uns lassen. Weil das ist ein Segelschiff. Es wird durch die Kraft des Windes getrieben. Das ist unglaublich. Ja, ja. Stell dir vor, wie überrascht wir werden, dann rausfinden, dass man in Alfara damit angefangen hat, Segelschiffe zu bauen. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis jemand über die Meere segeln könnte. Ah, ich kann doch hier runter. Wenn wir uns den Mast wieder aufrichten, können wir schon bald wieder in Champa. Wir haben viel Geld für dieses Schiff bezahlt. Es gehört jetzt uns. Also geh heim. Okay, ich kann doch nichts machen. Ah, das sind die Piraten. Okay. Aber ich glaube, ich muss das später machen, um nach Brix zu kommen, ne? Hier ist ja auch nichts. Was das soll? Kann ich die Statue anklicken? Nö. Oder kann ich hier mit Spalter was machen? Ne. Ich denke, dafür brauche ich einen Tüller. Ja, seid ihr fertig? Warum seid ihr nicht fertig? Das ist nicht nett. Lassen mich hier eiskalt warten. Ja. Willkommen in unserem Haus. Ah, ja, ja. Dann ruhen wir uns halt eben aus. Auch gut. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Kann man auch raus. Das ist das Zimmer. Ah, jetzt seid ihr also endlich gekommen. Ich habe schon vermutet, dass wir uns wieder über den Weg laufen würden. Dann sind wir ja alle auf der Not nach einem Boot. Ja. Unglücklicherweise wurde das Anziehboot der Stadt bereits verkauft. Ich werde mich ein wenig in Alharfa ausruhen. Meine Reise war lang und beschwerlich. Wir sollten versuchen, miteinander auszukommen, zumindest bis wir wieder aufbrechen. Das erschwerte Mast des Schiffes, das verkauft wurde, wird nicht so leicht zu reparieren sein. Es heißt, solange wir Adept nichts unternehmen. Könnte das vielleicht der Hinweis gewesen sein? Aber ich gehe jetzt erst nochmal zum Bürgermeister, guck, ob ich da jetzt rein kann. Wenn nicht, dann muss ich zum Mast jetzt noch reparieren. Ja. Na gut, dann wollen wir den Mast reparieren gehen. Ja, super. Dann müssen wir denen irgendwie helfen. Weil was anderes können wir jetzt gerade nicht machen. Wir helfen den Piraten. Wow. Das klingt doch eine Menge Spaß. Ja, komm. Macht Platz.
Was hast du für ein Problem? Ich hab dich aber hier noch nie gesehen, aber ich kümmer's. Vielleicht muss er erst die Erlaubnis abholen. Der Bürgermeister von Matra hier? Bist du sicher? Woher wusste er, dass wir Haare fahren? Er wusste, dass wir ja ein Schiff brauchen. Und er wusste, dass wir nach Ost gegangen sind. Der Schluss lag also nahe. Naja, nun ja, ungesehen. Macht ihr doch natürlich Sinn. Er hat nach dem Bürgermeister Al-Hafa gefragt. Er hofft sicher, dass ihm der Bürgermeister sagen kann, wo wir sind. Dann wird er sicher auch, dass Leuten hier verraten, dass wir Piraten sind. Piraten? Er scheint mir doch ein wenig unfair. Was meinst du? Wir sind doch Piraten einfach nicht. Ich meine, wir haben allmögliches Zeug zusammengestohlen, das uns nicht gehört. Aber doch nur, weil sonst in Champa jeder verhungern würde. Bist du Robin Hood für Arme? Wir haben doch gar keine andere Wahl. Ah. Und ey, dann nehmen wir ja nicht richtig viel. Soll heißen, arg unsere Beute, wir nehmen niemals so viel auf einmal von einer Stadt. Er will sie Robin Hood für Arme. Ja, das stimmt schon. Und warum glaubst du, ist das so? Warum? Weil man niemals wissen kann, wie diese reichen Städte reagieren würden. Das ist einfach zu riskant. Na genau, deshalb haben wir auch in Al-Hafa nichts gestohlen. Genau, wir lassen die riskanten Städte aus und nehmen uns von den anderen, was wir brauchen. Deswegen ist auch unser Captain Briggs. Dir kommt das Hirn schon zu den Ohren raus. Das hat ja nun wirklich nichts mit Hirn zu tun. Hast du das gehört? Das klang wie ein Mädchen. Wer ist da? Ja, super, Jenna, du hast es verpetzt. Was sagst du dir eigentlich? Weißt du denn nicht, dass jemand für den Verbrechen unschuldig eingesperrt wurde? Worauf willst du hinaus? Du musst mit uns kommen und das Unschuld dieses Mannes bestätigen. Und warum sollte ich nur etwas Böses tun? Weil sowas sozial ist. Oh, ich hatte gehofft, wir können die nun folgende hässliche Szene vermeiden. Aber du lässt es wohl keine Wahl. Wir werden auch gegen deinen Willen dazu bringen. Auf jeden Fall aber kommst du mit uns. Ist nicht so viel Lektion. Richtige Antwort. Dann lass uns ihnen keine Lektion erteilen. Ich hab keine Chance, wir sind knallharte Schläger. Tippen wir euch. Ich frag's mir zum Frühstück. Hütet eure Zunge, ihr selbstgerechten kleinen Gören. Ihr seid diejenigen, für die nun eine Lektion fällig wird. Briggs erscheint und Seekämpfer erscheint. Komm, mach Blitz. Fiction, ist es. Ach so, ich dachte, Briggs wäre der andere. Okay. Ja. Ja, der macht da keinen wirklichen Sinn einzusetzen. Komm, ich versuche mal Schlaf. Natürlich und jetzt nicht. Ja. Moment, wenn ich will, kann man dann Sound tun, weil das gefällt mir gerade den Kampf überhaupt nicht. Ja, jetzt ist gerade irgendwie die Fame-Zahl komplett im Keller. Mal eben kurz warten, die steigt gerade wieder.
Staggern. Du setzt Merkur schön ein und du... Kalt einfach an. Hier, für dich. Jetzt auf die Fresse. Ach, ich verprühe euch jetzt mit den Jins. Das interessiert mich nicht. Strahl und Plasma. Und hier der Megastrahl. Also Brick nimmt aber extrem viel Schaden. Der scheint eine miserable Verteidigung zu haben. Naja. Und du selbst. Komm, einfach nur, damit wir... Einfach nur Spaß haben, an zu schwören. Aua. Und du selbst. Altana. Atlantana, Mama. Hier steigt noch ein bisschen Raffwehr und da kommt Atalanta. 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 Also Fix muss hier schon richtig viel einstecken. Irgendwann denkt er sich, ich will nicht mehr. Lassen wir mal Ramse sein, ja. Mars und du selbst, komm, Merkurchen ein. Ja. Ramses! Gib ihm ein paar auf den Kopf und dann mit in die Fresse rein. Komm. Mach ihn Feuer unter Dampf. Mach Feuer unter Dampf. Mach den Feuer unter Dampf, wollte ich sagen. Erdbeben und Strahl und Plasma. Ich muss gleich dringend Felix heilen. Felix überlebt, ja. Mach mal Wächter auf ihn. Und du musst auch Sicherheit heilen. Also ich hatte um 200 geheilt. Du wagst dich zu heilen. Ich glaube nicht. Freundchen. Das, ne, Hier hast du deine Strafe für teilen. Ja, die Strafe ist der Tod, in dem Fall. Gut, so viel dazu. Und ich dachte, dass jeder, der von Briggs überfallen wurde, ihn gar nicht lieben wird. Versteht ihr nicht? Damit solltet ihr nach Intra wieder ruhig schlafen können. Jetzt scheint
der Pirat Briggs gefürcht. Jeder schien den Piraten Briggs gefürchtet zu haben. Wir haben versagt. Der Pirat verfügt über ein gewisses Ehrgefühl. Nur weil ich verloren habe, werde ich dennoch keinen dramatischen Abgang machen. Marsch und übergib uns nun die Schergen von Matra oder ein Hafer oder wen auch immer. Gut, zuerst kannst du die Leute von Matra sagen, dass der Mann namens Aaron völlig unschuldig ist. Gut, also muss ich nur sagen, dass Aaron nicht zu meinen Leuten gehört. Ja. So ist es. Gibt das Matra gegenüber bekannt, sodass sie ihren Gefangenen freilassen können. Wir haben übrigens Worte. Wir sollten den Matra übergeben. Wartet! Was? Wenn ihr euren Herz blickt, seht ihr denn dann keine Möglichkeit, Briggs und deine Männer zu vergeben? Und wer magst du sein? Mein Name ist Daya und Daya Odaya. Ich bin Briggs Frau. Du bist ja auch eine Piratin. Nein, Odaya. Daya Odaya hat nichts getan. Lass ihn Frieden. Ich weiß, dass Briggs und seine Mannschaft durch ihre Piraterie viel Schaden angerichtet haben. Und ich weiß auch, dass ihr Verbrechen nicht einfach ignorieren werden können. Wenn du alles jetzt weißt, wie kannst du dann von uns verlangen, ihm zu vergeben? Der Grund, warum Briggs zu Piraten wurde, ist, weil er dem Volk von Champa helfen wollte. Wir Champa sind ein Volk von Seefahrern. Unser Lebensunterhalt hängt gänzlich vom Meer ab. Doch in den letzten Jahren hat sich die See verändert. Das Leben, das wir gewohnt waren, können wir nicht so mehr führen. Den Ozean haben sich erwärmt und die Fische sind aus unseren Gewässern verschwunden. Oh. Stell mal, wo der Vulkan ausgebrochen ist damals, oder? Nee, Der Erdboden in Champa ist steinig und unfruchtbar. Kein Getreide kann dort angelegt werden. Kein Getreide? Dann habt ihr also kein Korn und kein Fleisch. Das Leben in Champa ist nicht hart. Also es ist nicht hart, es ist einfach unerträglich. Unsere Kinder haben nichts zu essen. Unser Dorf stirbt. Diese Männer haben versprochen, genug Nahrung für uns allen mitzubringen. Aber sie konnten rein gar nichts finden. Also seid ihr zu Dienen geworden. Ihr wisst nicht, wo Champa liegt. Er befindet sich in der Ecke südöstlich, Ecke von Angara. Was? Südöstlich Angara? Ist das nicht in der Nähe von Xi'an und dem Lama-Tempel? Du hast ein gutes Gedächtnis, wenn du die Berge Richtung Süd überquert. Gelangst du direkt dorthin? Das ist so weit weg. Nun ja, glaubt ihr, wir hätten so nah unsere Heimat so erfolgreich anwerben können? Wenn sie die Städte in der Nähe von Champa überfallen hätten, wäre es nur so offensichtlich gewesen, und wenn es sich bei Angriff handelte. Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts mehr, weil ich da vorlese. Aber ich beende jetzt hier den Part. Und wir sehen uns dann wieder bei Golden Sun, die vergessene Epoche. Bis dann. Tschüss.